Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO-Video. Heute machen wir was ganz Besonderes, denn wir machen diese Sache zum allerersten Mal. Das hört sich komisch an. Ja, oh, ich glaube, da wird es bei mir auch hinauf. Mann! Wir werden heute Ränge erraten, und zwar bei Ranktl. Hier ist eine kurze Info, wie man das spielt. Man bekommt 3 Videos, man sagt, wie gut derjenige eben war, den man dort im Spiel sieht. Und dann bekommt man, wenn man ein Rank off ist, 1 Stern, wenn man den korrekten Rang errät, 2. Und man soll versuchen, eben 2 bis 6 Sterne zu bekommen. 6 wäre halt ultimativ krass. Und seine Streak so weiter erhalten. Man kann jeden Tag 3 von diesen Clips anschauen und eben raten. Jetzt machen wir das einfach gemeinsam. Und ich überlege gerade noch, ich weiß noch nicht genau, wie das abläuft, ob ich die Sache einfach für euch dann erstmal praktisch schwärze und ihr wisst nicht, wie wir geraten haben. Ihr ratet dann auch gemütlich und im nächsten Video sage ich immer, was es war. Das wäre vielleicht eine coole Sache, zwecks Auflösung. Oder wir zeigen es direkt und ihr haltet einfach den Clip kurz an, bevor man halt sieht, was es wird. Aber da ich es noch nie gemacht habe, muss ich jetzt mal einen kurzen Test halt machen. Alles klar, vielen Dank. So, hier haben wir unseren Clip Number One. Ich guck mal kurz, ob man hier irgendwie Fullscreen... Ah ja. Nee, geht nicht. F. Ich zoome für euch ein bisschen ran. Also, let's go. Wir gucken mal. Oh, mit Calls. Ui. Man hört sogar die Voice. Krass. Ich muss nochmal angucken. Ist er das, der Callende? Das ist halt auch wichtig, ne? Das ist schwierig, das ist echt schwierig, wirklich. Allein wenn ich überlege, was für krasse Silber- und Gold-Leute wir bei uns in der Community haben, die aber halt situationsmäßig mitunter alles so im Griff haben. Oder eben Leute auf DMG und LE und LEM, die halt komplett verkacken. Es ist schwierig. Ich sage hier Folgendes. Ich sage, er ist in diesem Bereich unterwegs. Ich hoffe es ganz feste. Vielleicht aber auch hier. Ah, nee, ich sag DMG. Ich sag lieber DMG und dann habe ich bestimmt recht. Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Ach, ich muss erst da mitten, okay. Ha! Das ist echt frech. Ja, okay, ich dürfte euch jetzt das gesamte Result nicht zeigen. Passt auf, das zeige ich euch jetzt, einfach, dass ihr es gesehen habt. Und die anderen beiden, die mache ich aber geheim und löse die erst nächstes Mal auf. Sehr interessant ist, dass wir hier tatsächlich beim Großteil lagen, auf den die meisten getippt haben, aber wir sehr weit daneben lagen, weil das war Gold 4. Hätte ich nicht gedacht. Also irgendwie halt auch, ich meine, Gold 4 kann sowas natürlich auch. Aber es hat dann guter Gold 4. Wir haben keine Stars bekommen und sind sehr, sehr weit off gewesen. Aber, im Vergleich zu allen anderen waren wir exakt da, wo die meisten hingetippt haben. Nur 7% der Tippenden haben Gold erraten. Und das wäre wirklich ein Hardcore-Wild-Guess gewesen. Ja, okay, next clip. Das gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Es ist nur fuchsig, dass ich keine Sterne habe bis jetzt. Aber let's go. Denkt dran, ab jetzt mache ich es geheim und löse es immer im nächsten Video auf. Ihr könnt mir sagen, ob das toll ist oder nicht. Ist hier die Qualität richtig? Oh, das ist sogar etwas qualitativ hochwertiger. Let's go. Hier würde ich jetzt halt auch wieder sagen, gut. Also wenn der eine eben Gold war, dann ist der auch Gold. Also ich finde, der spielt nicht arg viel anders. Okay, passt auf. Ich gehe hier hin und dann gucken wir einfach mal, wie der Hase läuft. Let's go. Okay. Worauf setzt ihr hier bei diesem Knilch? Ich habe jetzt natürlich auch da oben die Sterne abgedeckt, falls ihr welche bekommen habt, dass ihr halt nicht seht, dass wir welche bekommen haben, damit ihr, damit wir halt da die Spannung bis zum nächsten Video haben. Letzter Fall dann für heute. Es gibt immer nur 3 pro Tag. Let's go. Boah, der ist im Hardcore-Klatsch, der Knilch. Also das muss höher sein. Wenn der auch Gold 4 ist, dann scheiße ich auf den Stuhl. Auch die Prediction. Ja. Alter, er hat den Klatsch sogar noch geholt. Holy shit. Die Shots waren natürlich sehr clean, obwohl vorhin bei den Golds ja auch so ein paar Shots dabei waren. Nichtsdestotrotz, dieses Bombenplanten zum Beispiel, das sehe ich zumindest immer in den Streams, da ist so ein Punkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen meistens. Also Leute in der niedrigeren Elo
legen dann zum Beispiel nicht durch, fangen vielleicht auch erst gar nicht an zu legen, weil ein Gegner so nah ist und man dann lieber auf den Kill geht. Obwohl, je nachdem, wie man halt predicted, implant besser wäre und der Gegner ja sowieso nicht kommt. Oder halt vielleicht nicht kommt, ihr wisst, was ich meine. Also ich würde schon sagen, dass es in diesem Bereich vielleicht sogar hier ist. Ich hoffe ganz feste, dass es ein Supreme ist. Aber wahrscheinlich, jetzt ist es gleich irgendwie ein Gold oder so, dann flippe ich echt aus. Ich mach Supreme und Ellie, go! Hier am Ende kann man dann seine Statistik ansehen. Ich werde euch ein paar Sachen verdecken, damit ihr halt nicht seht, wie der Hase läuft. Wir haben 1 gespielt, eine Streak und maximale Streak halt von 1. Hier ist dann nochmal das, was man halt rausgesnackt hat. Und hier sieht man aber, das nächste Spiel bei ist bereits in 11,5 Stunden. Das ist eine geile Sache. Das macht richtig Spaß. Ich hoffe, für euch ist es auch cool, gerade jetzt, wo halt die Overwatches so ein bisschen weggefallen sind. Ich habe übrigens Fälle von euch bekommen. Aber ich, alter Dame Luck, habe leider erst jetzt 4 Wochen später diese Fälle angehen wollen und jetzt sind die Links alle abgelaufen. Also wenn ihr noch zufällig Matchmaking oder Wingman-Spiele habt, bei denen ihr sagt, da hat, glaube ich, jemand gecheatet bei mir oder bei den Gegnern, dann könnt ihr mir die Sachen trotzdem oder nach wie vor per E-Mail schicken mit dem Match-Link, damit ich es runterladen kann und am besten noch mit der Info, wer eurer Meinung nach gecheatet hat. Und dann müsst ihr mir halt noch irgendwo Bescheid geben. Achtung, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, da ist ein neuer Fall. Weil nach x Tagen ist es weg. Somit sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Wir lösen noch ein Giveaway auf und starten ein neues. Und zwar gab es vor ungefähr einem Monat, sorry für die lange Wartezeit, diesen StatTrak R8 Revolver Grip in einem Daddy Skins Video zu snacken. Man sollte nur etwas schreiben über seinen größten Gewinn, glaube ich. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe hier wie immer alles vorbereitet. Wir holen uns die Kommentare. 25, vielen Dank dafür. Kuss geht raus. Und ja, schauen wir mal rein. Wer ist coming just for... Und ich bin genau davor. Ich bin es nicht gewohnt, dass die Facecam jetzt hier ist. Im neuen Büro mit ohne Greenscreen bin ich noch so ein bisschen am rumprobieren. Wobei irgendwann auch ein Greenscreen wieder reinkommt. Aber kurzum, das ist, ja... Babo, er möchte nicht, dann ziehen wir den nächsten. Und 38 Euro war mein Top-Gewinn bislang beim Gambeln. Störenfried, perfekt. Du bist somit der Gewinner des R8s. 2 Sachen musst du erledigen. Erstens, hier unter diesem Video schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und zweitens, hast du bereits erledigt, einfach den Trade-Link hier in die YouTube-Beschreibung. Das passt ja soweit. Optimal. Somit dann einfach nur noch hier unter diesem Video kommentieren, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann schicke ich dir das Ding rüber. So, wobei, das geht sogar vom Bubblers-Dash-Account aus. Das macht Sneasel dann. Und natürlich machen wir noch ein neues Giveaway. Und da gibt es für euch die M4ISS Night Terror zu gewinnen. Man kann ganz einfach mitmachen, indem man hier eben auch schreibt, was man wohl glaubt, was für einen Rank diese Leute hatten. Also wenn ihr ganz normal mitgemacht habt beim Video in den Kommentaren, seid ihr automatisch bei diesem Giveaway mit dabei. Außer ihr wollt nicht so wie Babo, dann schreibt ihr halt, ich will nicht. Also ja, Babo, Kuss. Ja, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, da gibt es ganz viele Skin-Giveaways, Videogames und so weiter und so fort. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.